Heiliger Vater, bei jeder heiligen Messe wird im Hochgebet Ihr Name genannt. Wir wissen uns bei der Feier der Eucharistie mit Ihnen im Gebet stets geistlich verbunden. Jetzt weilen Sie leibhaftig in unserer Mitte. Das ist für uns alle, die wir aus nah und fern zu dieser Eucharistiefeier gekommen sind, eine große Freude. Im Namen der vielen Pilger, die hier versammelt sind, aber auch jener, die keinen Zutritt auf diesem begrenzten Platz gefunden haben, begrüße ich Sie ganz herzlich in unserer Mitte. Ich weiß, dass auch eine beträchtliche Zahl evangelischer Mitchristen unter uns ist, denen wir uns herzlich verbunden wissen. Wir sind dankbar für Ihre großherzige Bereitschaft, mit der Sie gestern im Erfurter Augustinerkloster der evangelischen Kirche in Deutschland begegneten. Das Evangelium braucht gerade in diesem Lande Thüringen unser gemeinsames ökumenisches Zeugnis. Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass Sie anlässlich Ihrer Deutschlandreise auch eines der neuen Bundesländer besuchen. Und da steht Erfurt und Thüringen auch für die anderen Länder. Vor 2 Jahrzehnten hat dieser Teil Deutschlands eine neue Freiheit geschenkt bekommen. Die damals ermöglichte Einheit unseres Vaterlandes ist noch heute für uns ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. Ihr Wort, heiliger Vater, ermutigt uns, auch in einer gewendeten Zeit auf Gott zu schauen. Die Treue zu Gott und zur Kirche war in den Jahren des Kommunismus für viele ein fester Halt. Auch jetzt brauchen wir dieses geistliche Fundament, auf dem wir stehen können. Denn wo Gott ist, da tut sich Zukunft auch wenn die Zeiten schwierig sind. Das haben schon Elisabeth erfahren, Bonifatius und Kilian, die Patrone unseres Bistums, auf deren Glaubensvorbild wir schauen. Heiliger Vater, wir danken Ihnen für Ihr Kommen. Seien Sie uns herzlich willkommen in unserer Mitte. Lasset uns beten. Gott, du Vater der Armen, du hast der heiligen Elisabeth ein waches Herz für die Armen gegeben, in denen sie Christus erkannte und verehrte. Auf ihre Fürsprache gib auch uns den Geist deiner Liebe und leite uns an zu helfen,
wo Menschen in Not und Bedrängnis sind. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Amen.